Freunde, dem Mund, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Mal wieder mit der guten Nina. Grüß dich, Nina. Hallo. Ich werde das mal unkonventionell starten und mal nicht so machen wie sonst, sondern werde direkt so starten. Ich habe hier direkt gesehen, ich habe hier Bilder vom Laden schon gemacht. Dann fällt mir so was Liebliches ein. Wir testen ja heute deine Pizzaläden. Ja, beziehungsweise einen Pizzaladen, ihr habt mehrere. Ja. Und dann fällt mir so ein geiler Balsamico auf. 10 Jahre gereift tatsächlich. Ne? Und kam mir gleich die Frage, nutzt ihr für die Gäste auch den, nehmt ihr da den billigen? Wir nehmen natürlich den guten und auch das gute Öl. Ja, das gute Öl. Da werdet ihr gleich mal sehr begeistert. Mhm. Ja, und also ich will jetzt nicht das Video komplett aus dem Zusammenhang reißen. Wir sind bei Nina. Wir haben schon ein Video bei deinem Italiener gemacht, beim Gallo Nero. Und du bist auch, oder ihr seid für gute Pizzen bekannt. Und da habt ihr in die Kommentare geschrieben, danke dafür nochmal, blenden wir ein, dass wir unbedingt die Pizza testen müssen. Das machen wir heute. Das machen wir. Seid ihr gut unterwegs in Hamburg? Gute? Ich würde sagen, also es gibt viele gute Läden in Hamburg, aber wir sind auf jeden Fall weit vorne. Auch viele Auszeichnungen. Also ja. Ich glaube, es sind mehrere Leute so. Okay, stark. Also das wird tatsächlich heute, Leute, ein Video sein. Wir werden nicht so viel schnacken. Wir zeigen jetzt ein bisschen was vom Laden. Und dann gehen wir direkt, du hast schon gesagt, ein Pizzabäcker aus Neapel wird uns die Pizza machen. Nicht deine Pizzabäckerin, die das war ja auch... Das ist ihr Ehemann. Das ist ihr Ehemann? Ja. Ehrlich? Ja. Arbeitet ja die Großcousine auch hier? Die Cousine, ja, im anderen Laden. Arbeitet wirklich? Ja. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Oh, ich muss von oben filmen. Meine Linke hat in mir geschimpft. Sieht von oben besser aus. Ich sehe von allen Seiten scheiße aus. Ja, also ich blende mal ein paar Aufnahmen vom Laden ein. Hier jetzt schon mal für euch nur jetzt einmal frei aus der Hand. Ganz entspanntes, kleines Ding, ne? Top 5 Pizzen hier. 50 besten Pizzen in Europa. Echt? 50 besten Pizzen in Europa? Welchen Platz habt ihr belegt? Es gibt da keine genau. Es gibt nur die ersten drei und dann die anderen. Okay, aber ihr seid doch Top 15 in Europa. Ja. Oha, das ist aber wild. Das ist sehr wild, ja? Traumst die Erwartungen noch weiter hoch, Nina? Wir geben uns Mühe. Hier könnt ihr direkt einblicken, wie die Pizza gemacht wird. Und ja, da seht ihr Nina. Und hier ist der Pizzabäcker. Ich habe schon gehört, du sprichst wunderbar Deutsch. Ich spreche nichts Deutsch. Okay. Ja, da hätte ich mal noch mal meinen Schabernack treiben sollen mit ihm, aber ich glaube, das verschweigen heute. Hier ist der wunderbare Teig. Und da sieht man immer sofort schon, wenn man in den guten Pizzerien unterwegs ist, du siehst direkt am Glanz der Pizza, am Teig, siehst du, das kann was werden. Manchmal siehst du halt so, okay, ich glaube, das wird hier ein bisschen schief gehen, aber bei dem Teig sieht man direkt, oh, ein leichter Glanz, lange Teigführung, wahrscheinlich mindestens 2 Tage. Ja. Ja, mindestens 2 Tage. Das ist traumhaft. 3 Tage sogar. Also ein bisschen mehr als 2. Mm, stark, stark. Selbstgemachte Hefe? Nein. Das nicht? Nein. Habe ich auch schon gehabt. Echt? Ja, selbstgemachte Hefe, ganz stark. Wow, nicht schlecht. Wobei ich nicht glaube, dass es jetzt den riesen Unterschied macht. Aber wenn man es... Wer weiß, müssen wir mal ausprobieren. Das ist jetzt nicht notwendig. Die besten Pizzerien machen es überwiegend, denke ich, auch mit normaler Hefe. Ja, normal oder Trockenhefe, je nachdem. Genau. Mhm. Dürfen wir für dich aussuchen wieder? Ihr dürft aussuchen, solange ich auf jeden. Solange ich eine, sag ich mal, Standardpizza kriege, lasse ich mich überraschen. Ich werde hier noch mal einmal kurz rüberfilmen, Nina, dass man hier noch mal so einen schönen Einblick hat. Da arbeiten wir mit Mehl. Vielleicht kannst du dann gleich im Anschluss noch mal irgendwas zur Pizza auch generell erzählen. Ja. Schöner Fior di Latte, ne? Ja, aus Italien. Aus Italien, alles aus Italien. Bestimmt Parmesan. Wir machen heute mal anders. Wir werden Folgendes machen. Wir werden erst, weil ich laber immer viel zu viel am Anfang vom Video, wir werden erst jetzt eine Pizza essen und dann erzählst du was zur Pizza. Ja. Wie ist dein Name überhaupt? Giuseppe. Giuseppe. Ja. Ja, okay. Giuseppe möchte starten. Er sucht aus, was du isst. Und er möchte anfangen mit klassisch Margherita, weil zum Probieren musst du Margherita probieren. Okay, sehr gerne. Wäre ich komplett dabei. Wäre auch meine Vorgehensweise tatsächlich. Starten Margherita wir damit. Einfach. Okay, Giuseppe. Für euch nur, das ist ein Standard-Move, dieses Parmesan unten ganz klein bisschen. Es gibt so einen ganz bestimmten, latenten Parmesan-Kick, den du gar nicht, wenn du es nicht weißt, wahrnimmst. Man weiß es, dann achtet man drauf, weil sonst kannst du es dir nicht richtig erklären. Gibt einen Sidekick nochmal vom Geschmack. Der Basilikum vorher, machen manche so, manche so. Manche machen beides vorher, nachher. Manche machen nur vor, manche machen nur nachher. Da gibt es wohl kein richtig oder falsch, sondern es ist eine Glaubensfrage. Und Leute, denkt dran, ich bin mit Eismann am Start. Wenn ihr 25 Euro gratis einkaufen wollt, dann geht zu Eismann, geiles TK-Sortiment, alles, was euer Herz begehrt. Einfach raufklicken, Link in der Videobeschreibung, Code Holle, guckt da mal rein, ist mit Sicherheit was, TK-Lebensmittel brauchen wir alle. Ja, genau, weiter geht's im Video. Nina, woher habt ihr euer Rezept?
Das Rezept? Ja. Naja, aus Neapel. Aus Neapel, ja. Das ist geheim. Okay, hat das die Familie mitgebracht, hat das Giuseppe mitgebracht? Das ist das Rezept von Giuseppe und Natalia. Echt? Mhm. Kannst du ihn fragen, ob er sich das hat sichern lassen vor? Hat er nicht, kann ich dir sagen. Nee. Und wenn er jetzt weg ist, dann habt ihr kein Rezept mehr? Doch, also ich sag mal so, das Rezept für napolitanische Pizza ist ja, es gibt ja ein Basisrezept, ja. Aber jeder hat natürlich so seine, so ja. Wie bei einer Pasta auch seinen kleinen Geheimtrick, ne? Okay, okay. Also ihr habt da schon mal nochmal einen Move, den einen oder anderen, den andere nicht haben. Auf jeden Fall. Okay. Wirst du gleich schmecken? Ich hoffe, ich hoffe. Heute gibt es aber nichts Süßes. Was Kleines. Nee, heute darf ich nicht. Ich bin wirklich gerade. Nein, doch. Nein, heute nein. Ich bin wirklich komplett zuckerfrei gerade unterwegs und glücklich damit. Guck mal, diese Nutella da oben. Nee, ich darf nicht. Pizza mit Nutella nachher, doch. Nee, ich darf nicht. Ich darf wirklich nicht gerade. Guckt euch hier den Luftrand an. Oh, krass. Jetzt macht er den Luftrand nochmal, bricht er auf. Er wollte dir zeigen, wie Luft ist. Oh, ja, ich habe schon gesehen, das ist ein Luftball hier. Ja. Der ist voll, das ist einfach ein Kissen, Leute. Einfach ein Kissen mit Luft. Ja, dann werde ich die snacken direkt. Okay, perfekt. Aber noch nicht essen. Noch nicht essen. Er muss noch kurz was machen. Er schneidet dir das auf die napolitanische Art. Er schneidet jetzt auf napolitanische Art. Sehr geil. Das macht er aber nur für dich jetzt. Sehr schön. Das ist sehr gut, weil ich wäre zu blöd zum Schneiden jetzt wahrscheinlich gewesen. Die Apfel schneidet man so, weil so siehst du wirklich der Rand. Oh, da sieht man wie luftig, wie so ein Croissant von innen, Leute. Oh, krank. Guckt euch das an, Leute, wie feinporig. Das hängt nur wie ein Spinnennetz hängt das zusammen. Fehlt noch die kleine Spinne, Nina, die uns jetzt ding, 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 greift dich an. Greift die dich. Guck mal, was er macht. Oh, ja, genau so ist die Sache. Ja, so wollen wir das sehen. Mm. Ist er zufrieden, Nina? Frag ihn. Sei contento? Ja. Ja? Oh, muy contento. So muy contento. So much. You're welcome, Nina. You're welcome. Ja, dann werde ich direkt auch. So. Giuseppe filmt mich jetzt. Okay, dann, wenn du sagst, also du machst richtig, läuft's richtig? Ja, es läuft. Du musst am besten zusammenklappen, die Mitte rein. So, den hier. Weil das noch heißt, die Mitte dann rein. Ich kenne den noch. Achso, die Mitte rein. Ja, weil es noch heißt so. Und dann alles. Und so, alles. Ja, rein. Egal. Ja, sehr gut. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Sehr tomatig, Leute, sehr flüssig. Erinnert ein bisschen an Mala Famina in Berlin. Das so zusätzlich, sagt man immer, so Tomatensuppe gefühlt. Sehr viel Käse. Das ist richtig jetzt Käsekick im Nachhinein. Ganz Mund voll Käse. Guck ich mal von innen hier an. Basilikum, Tomatensauce vermischt sich. Geile Tomatenkick gerade. Schöne Tomatensauce gewählt. Jetzt der Rand. Da sieht man nochmal den Unterschied jetzt. Leichtes Matschfeeling. Feine Röstung von außen, diese schwarzen Punkte. Röstung dringt durch. Wie gesagt, leichte Matschigkeit. Außen, das habe ich letztens drüber nachgedacht, wie so Schmirgelpapier. So dieses, aber ganz kleines Schmirgelpapier nur im Mund, muss ich vorstellen, weil so eine ganz leichte, raue Schicht außen ist. Du merkst auch noch minimal das Mehl, was außen rum ist. Sehr starker Teig. Muy contento, Giuseppe. Danke. Geile Rauchnote, Leute. Bei Pizza, gerade in dem Bereich Margherita, muss man auf viele Sachen achten, um den Unterschied zu finden. Wenn man jetzt von einer hohen Standardpizza ausgeht, mit so einem Rand hier, Leute, mit so einem Rand, muss man auf viele Details achten. Das geht los bei der Röstung. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich muss den Namen jetzt einblenden, weil mir gerade nicht einfällt, eine der ältesten Pizzen der Welt, die lebt komplett von der Röstung. Von dieser Röstung, dieser durchdringende, fast bittere Geschmack, einzigartig. Man muss es aufschaffen in die Tomatensauce, in den Käse. Der eine nimmt den Fiore Latte, der andere den. Man muss da seine Feinheiten finden, um sich ein Gesamturteil bilden zu können. Ich durfte zum Glück die besten der Welt teilweise sogar testen, Pizzen. Das hier irgendwie im Zusammenhang zu setzen. Sehr wichtiger Biss. Erster Ansatz im Mund wie Lagerfeuer, Leute, wie Lagerfeuer. Leichte Röstung aus dem Ofen. Dann wurde die Tomatensauce, das hast du vorher nicht gehabt, leicht butterig. Wirklich gefühlt, als wäre da Butter reingerührt. Was mit Sicherheit nicht passiert. Aber du hast diese Lieblichkeit gehabt. Die Lieblichkeit im Abgang, dann den schönen Basilikum. Um hier nicht zu lang dicht zu sabbeln. Wir gehen in Runde 2. Nina wird gleich sagen, was hier Fakt ist. Ich werde mich hier nochmal reinbeißen. Dann gucken wir mal. Uiuiui. Das klingt nach Lagerfeuer, Nina. Das ist Lagerfeuer. Deshalb, Leute, das ist nicht verbrannt.
Das muss so sein. Das muss so sein. Es Manche muss, Leute denken, aber Leute, das ist so, das ist 500 Grad der Ofen. Das ist Geschmack. Das muss, es geht nicht anders. Wirklich, diese Pizza und diese Röstung kannst du gleich in den Mülleimer schmeißen. Kann ich gut einordnen, die Pizza, Leute, sehr gut. Nina, was kommt in Runde 2? Runde 2? Hast du, ich wollte 3 oder 4 machen, schaffst du? Also 3 auf jeden Fall, 4. schauen wir, wie du hast. Ich wollte jetzt als nächstes eine machen mit Salami, mit scharfer Salami. Mhm. Aber nicht die normale Diavola, die jeder hat, die haben wir auch, die ist sehr lecker. Mhm. Aber ich wollte am liebsten die Sole Mio machen, weil die ist mit gelben Tomaten, scharfe Salami und geräucherten Mozzarella. Brutal. Sehr gewagt, die hört sich geil an. Mein letztes Mal gelbe Tomaten ist schiefgegangen, weil die Tomaten zu wenig Eingeschmack hatten. Dann wurde es wässrig, aber ich lasse mich komplett auf den Versuch ein. Kann ja nicht von seinem schlechtesten Versuch ausgehen. Ich habe dir doch ein paar Mal gesagt oder gezeigt, dass du mir vertrauen kannst. Kann dir sowas von vertrauen, Mann. Siehst du? Vertrauen ist wichtig in der Beziehung. Oder? Ja. In einer Freundschaft, in Beziehung. Ja. Viel Spaß bei Runde 2, Leute. Und Bewertung natürlich zum Schluss auch. Natürlich wird es an der einen oder anderen Stelle immer mal Kritik geben noch zum Schluss. Wir fassen das alles zum Schluss zusammen im Gesamtkontext. 263 Gramm. Du musst dir vorstellen, die meisten Pizzerien, auch größere, ja, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, sind die Kugeln immer so 350 Gramm. Und deshalb haben die diesen extrem dicken Rand. Mm. Bei uns ist 260 Gramm, fast 100 Gramm weniger. Und guck mal, wie schön der Rand trotzdem ist. Der geht der richtig Teig drauf. Bei denen ist es dicker Masse. Rand, weil es viel ist. Und natürlich. Bei euch ist es, weil es ein geiler Teig ist. Das kann jeder. Ja, ja. Aber 260 Gramm kann nicht jeder. Ich kann auch einen dicken Teig rollen. Ja? Und in den Ofen hauen, ja. Aha. Aber da sind schon einige Versuche schiefgegangen. Frag mal meine Twitch-Community. Was ist Twitch? Das ist so eine Live-Plattform. Habe ich auch Pizza teilweise gemacht. Katastrophe. Das, was er gerade macht, diese Art, die Pizza aufzumachen, ja, ist Schiaffo Napoletano, heißt das. So, so der Backpfeifen geben. Schlag, Backpfeifen. Ja. Man schlägt den Teig. Die sind eingelegt, die Tomaten, Nina. Mhm. Da habt ihr schon mal grundlegend was anderes gemacht, als zu dem Versuch, den ich gehabt habe. Da waren die nicht eingelegt, die sind richtig süß aus. Das hätten auch kleine Mini-Pfirsiche sein können. Ich finde, die schmecken sonst nicht so gut, wenn die frisch sind. Die, ja, das ist schwierig so auf der Pizza. Sehr schwierig. Fast ein Ding gegeben, der Giuseppe mit dem Ding. Jetzt 2 Minuten und dann ist das Ding ready, ne? Ich esse das letzte Stück Margherita. Ehrlich? Oh, das so ist lecker. Das ist echt, ja. Verdient. Ich würde schon so aussehen, wenn ich hier arbeiten würde, weil ich jeden Tag Pizza essen würde. Ist so schlimm. Mhm. Hast du schon zugenommen, sei ehrlich, als du hier, seitdem du hier arbeitest? Es geht. Ja? Geht. Ja, glaube ich. Das ist sehr gefährlich. Ein, zweimal geht, ne? Widerstehen kann man nicht. Ja, glaube ich. Muss perfekt sein. Und Giuseppe hat den genauen Moment hat er im Kopf. Ich glaube, das ist bei ihm so ein Muss-Moment, ne? Er liebt das. Ja. Das ist seine so Befriedigung. Glaube ich. Da weiß er, hat perfekt gemacht. Da könnte man so ein ASMR-Video draus machen. Aber wirklich. Komm, ich bring's. Das werde ich auch bei der nächsten Pizza machen, da halte ich das Mikro genau ran. Dieser Geruch, Leute, wenn der Basilikum hochsteigt. Traum, 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 Traum. Das sieht so geil aus hier, Leute, diese kleinen Blasen. Guckt euch das an. Das ist einfach ein Traum. Das ist ein absoluter Traum. Hier allein schon, ne? Ja, an irgendwas erinnert mich das, aber mir fällt es nicht ein. Okay, wir lassen dich in Ruhe. Ja, danke schön. Genieß danke schön. Das. Ich werde genießen jetzt. Lass ein Stück für uns übrig auch. Ja, mache ich. Ihr kriegt mindestens eins. Ja, werde ich jetzt wieder den hier bringen. Das hier muss hier rein. Dann, das mit einer Hand. Ich filme hier mit einer Hand und mache hier den hier. Und schon hat man das hier am Start. Guckt, wie es hier rausläuft. Seht ihr das? Das ist gut. Leute, das ist schon. Wo wollen wir das sehen? Ja.
geil, die Süße von den Tomaten. Die Tomaten, wenn die so eingelegt sind, die fassen diese, ich nenne es jetzt mal alkoholische Richtung. Hört sich erstmal im ersten Moment nicht ganz richtig an, ist aber perfekt, Leute. Perfekt, dieser hat ja irgendwie so Wein im Kopf, Wein. Aber in dem Moment nur diesen leichten Impuls davon. Da, wo es in die alkoholische Richtung reingehen würde, hört es auf. Aber so am Anfang so ein leichter Weinimpuls. Und dann geht es weiter in die Tomate. Süße kommt rein. Ein Kritikpunkt, den ich Nina auch gleich sagen werde. Ich habe schon besser ein Fiude Latte gehabt. Ist sehr viel im Mund. Ist an sich, glaube ich, gar nicht verkehrt. Aber ich habe geschmacksintensiveren Fiude Latte gehabt schon. Bei dem Biss, Leute, wieder Traum. Erstmal Moment wieder diese Tomaten, diese eingelegten. Es ist, du musst es gegessen haben, Leute. Eingelegte Tomaten, dieser leichte Weinimpuls. Nenne ich es jetzt einfach mal. Dann kommt die Salsiccia. Vermischt sich langsam mit dem Geschmack. Kommt erst langsam. Die Salsiccia war, glaube ich, der falsche Ausdruck. Die Salami kommt langsam. Gibt erstmal nur so einen leichten Impuls wieder. Wird immer mehr und dann hast du diesen kräftigen Salami-Geschmack. Aber auch die Mischung am Anfang. Jeder Moment ein Genuss. Jeder Moment ein Genuss. So vollmundig die Tomaten. Wirklich sonnengereifte, geile, geschmackvolle Tomaten. Ich kann mir vorstellen, dass beim Einlegen Zucker dazugegeben wurde. Pusht das nochmal und man kann bestimmt Qualitätsmängel ausgleichen. Das sind unnormal geil. Schön süß auch. Leute, da müsst ihr euch reinschmecken. Und dann habe ich wirklich einen leichten Peak eben gehabt von diesem Teig-Feeling. Aber dieses wirklich, es ist ein ganz schmaler Grad. Dieses ungebackene Teigfeeling, wenn du so dir Teig im Kopf vorschmeckst, wie schmeckt Teig? Das war dieser Geschmack. Aber ganz leicht, nur ganz leicht. Nicht, dass du denkst, irgendwie, oh, Angst, ich muss jetzt Bauchschmerzen kriegen, weil es nicht gebacken war. Überhaupt nicht. Nicht falsch verstehen. Aber du hast den Inbegriff von Teiggeschmack gerade hier drin gehabt. Von rohem Teig. Ich würde jetzt nicht sagen Keksteig. Da hätte die Süße gefehlt. Aber so wirklich Teig, wo du das Bedürfnis hast, den aus der Schüssel zu naschen. Wisst ihr? Mit allen Facetten dieser Teig tatsächlich einer der besten, den ich bisher gegessen habe. Rein auf Teig bezogen. Kreation auf dieser Pizza. Rein neutral gesehen eine der besten, die ich bisher hatte auf einer Pizza. Einziger kleiner Kritikpunkt, wie gesagt, der Käse. Da sage ich dann später nachher noch was dazu. Da geht in Runde 3. Eine gute Pizza, Leute. Kann nur eine gute Pizza sein, wenn du dir selbst den Rand so bestellen würdest. Weil der Rand so geil ist, dass du sagst, ich kann mir auch nur den Rand ohne Belag, ohne alles bestellen. Dann ist es eine Weltklasse-Pizza. Top 50 in Europa und das habe ich nicht entschieden. Da haben sie eine Auszeichnung für bekommen. Nina ist jetzt hier am Start nochmal. Ich habe da wieder Momente gehabt in der Pizza, einfach zum Verlieben. Zwischendurch so ein geiler Teig-Moment, wo du dich in den Teig reinschmecken konntest, weißt du? Das war, also... Ich freue mich. Okay. Traum, dann was ich, was kommt auf uns jetzt zu in Runde 3? Jetzt kommt was. Doch, ich weiß nicht, ob es niemand in Hamburg hat, aber wir haben es als mit die Einzigen, oder wir haben es erfunden. Und zwar ist es Trüffelpizza mit Kartoffeln. Nein, nein, glaub mir. Ja? Es ist so lecker. Okay. Warte. Ja, ich bin gespannt. Du hast mich bisher noch nicht enttäuscht, Nina. Eben. Nina vertraue ich wirklich, was ihre Empfehlung angeht. Geil. Also war gut. War sehr geil. Wenn du vielleicht, das haben wir vorhin noch mal verpennt, irgendwas zu der Pizza sagen könntest. Also du sollst jetzt kein Geheimnis raushauen, aber warum ist die Pizza hier geiler als woanders? Ich merke ja, der Teig ist wirklich was sehr Besonderes. Kannst du irgendwas noch dazu erzählen, vielleicht was dir auf dem Herzen liegt? Also, unsere Pizza ist so lecker, weil wir nur italienische Produkte benutzen. Auch ein anderes Mehl als die meisten Pizzerien, weil viele benutzen das, also es ist eine berühmte Marke, aber wir benutzen was ab Caputo, ne? Mhm, genau. Aber wir benutzen was anderes und wir haben natürlich ein geheimes Teigrezept, was auch sehr, sehr gut ist. Und die Ruhezeit, also das, was alle halt haben. Aber ich glaube, es liegt wirklich daran, dass die Sachen alle aus Italien kommen. Also das Öl, die Tomaten, wirklich alles, alles, alles. Der Parmesan. Und ich glaube, das schmeckt man einfach. Ja, und natürlich die echten napolitanischen Hände. In allen Pizzaläden haben wir nur Leute aus Neapel und Umgebung. Und ich glaube, das macht es. Das schmeckt man, Nina. Ja. Danke für die lieben Worte. Bitte. Hier in die Presse kommen die rein. Das ist eine Trüffelcreme, die jetzt da drauf kommt. Ja. Oh, Trüffelcreme, ja. Oh, stark. Statt Tomatensauce? Ja, Tomate mit Trüffel ist verboten. Ist verboten, ne? Mm. Ja, okay. Ah, oh, jetzt kommt die Kartoffel, kommt gepresst. Mit Schale sogar, ne? Oder wird bleibt die Schale da drin erst? Schale bleibt drin. Die bleibt drin, okay. Mhm. Sehr interessant. Ja. Bin begeistert, Leute. Frischer Pfeffer. Oh, das kommt auch nur bei der Pizza, kommt nicht bei jeder, der Pfeffer, ne? Nicht bei allem. Ja. Krass. Ganz bisschen Chili. Chiliöl, bisschen, ja? Bisschen. Okay.
Also ich bin wirklich sehr begeistert von den Kreationen, Leute. Was war das letzte jetzt hier, Nina? Das letzte da in der Flasche? Olivenöl. Olivenöl, mhm. Schon vorher auch, okay? Habt ihr jemals sowas gesehen, so eine Kreation von Pizza? Vielleicht, kann sein, aber wahrscheinlich die allermeisten nicht. Und dafür bin ich da, Leute. Euch die geilsten Kreationen, die geilsten Pizzen, das geilste, was ihr kriegen könnt. Spezialisiert auf Fastfood-Gebiet, aber auch natürlich andere Sachen. Euch zu präsentieren. Das ist meine Leidenschaft, Leute. Ich liebe das. Ich liebe das. Und die Mission wird ewig weitergehen. Stracciatella ist das, ne? Stracciatella, Leute. Das ist so geil. Das schmeckt heftig. Also ich habe mir mal sagen lassen, Nina, vielleicht hast du eine bessere Beschreibung oder sagst du auch das Gegenteil. Stracciatella ist an und für sich, wenn man Burrata denkt, das Innere von Burrata. Das Herz von Burrata. Das Herz von Burrata, das ist Stracciatella. Das cremige. Mhm. Geil. Und das so löffeln, Leute. Was gibt's Geileres? Uiuiuiui. Hi. Oh, jetzt kommt's gleich. Margherita? Wenn die Italiener beim Italiener essen kommen, weiß man, alles stimmt. Ne? Aber das Beste kommt ja erst noch oben drauf. Das kommt noch oben drauf, ja? Die kriegt noch mal ein Stück extra was so. Die bleibt ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob Giuseppe weiß, was er macht hier, der Giuseppe? Ja. Ja, der weiß, was er macht. Die hat noch mal extra Röstung hier. Die hat noch mal mehr Röstung gekriegt als die anderen. Die ist richtig. Ist das so, dass die immer im Moment länger drin bleibt? Nee, nicht immer. Nee, aber immer öfter, ne? Manchmal ja. Darf trotzdem nicht fehlen, ne? Darf nicht fehlen, nee. Seht ihr den Hügel hier? Der Hügel, da kam meine Kamera gar nicht dran vorbei. Trüffelcreme, wie geil die aussieht, Leute. Der Trüffel zieht nach oben in die Nase, ne? Richtig geil. Wenn sie noch nicht ganz gleich klappen, dann werde ich sie noch einmal in die Kamera zeigen, damit ihr auch so ein Stückchen mal seht. Boah, es ist schwer zu halten und ich würde sehr schmerzen, das tue ich jetzt für euch. Ich habe Hände aus Stahl gekriegt, tat gar nicht weh. Leichte Bröckeligkeit von der Kartoffel. Kartoffel, die nicht ganz weich gekocht ist, also schon weich, aber noch wirklich Konsistenz hat. Leichte Bröckeligkeit im Mund, Schärfe hintenrum, das Chiliöl. Oh. Bevor diese Chili kam, sind diese Kartoffeln in so ein Kartoffelstampf-Feeling übergegangen. Das hätte so einen geilen Kartoffelstampf, wisst ihr? Ein ganz fettes Parmesan-Feeling, ganz edel. Allein dieser kleine Zipfel hier. Kartoffelfeeling ist wild. Sehr präsent, aber nicht zu doll. Du merkst, es ist noch eine Pizza. Und dieses Kartoffelstammfeeling unterlegt von der Chili ist Welt, Leute. Nicht von dieser Welt. Lass du durchgehend dieses Trüffelfeeling. Immer präsent, wenn überhaupt mal im Hintergrund. Muss man sich das sagen. Und hier, das ist das Gute bei der Pizza jetzt, geht dieses Käsefeeling unter. Das Käsefeeling, wo ich zwischendrin gesagt habe, okay, einziger Kritikpunkt geht hier unter, weil alles andere diesen Raum einnimmt, wird das wahrscheinlich der Sieger sogar sein bisher. Wir snacken hier noch weiter, dann geht's in Runde 4. Ich hab mich gerade reingeflasht, du sitzt hier, weißt von nichts, bestellst eine Pizza, weil du gerade Hunger hast, nicht weil du weißt, dass hier ein geiler Laden ist, und kriegst das hier vor die Flinte. Das erste, was du machst, ist das Handy zu zücken und alle anzurufen, die du kennst, um denen zu erzählen, was gerade passiert ist. Es ist Weltklasse. Wer hier hingeht und sagt, das ist keine gute Pizza, lügt. Zu sagen, es ist nicht meins, immer legitim. Das ist eine Feinschmecker-Pizza, Leute. Und ich würde jeden von euch raten, der die Möglichkeit hat, diese Pizza zu testen. Einen habe ich aber noch. Mhm. Und zwar, das ist unsere Lieblings, mhm. Weil Sonntagabend, also die sonntags arbeiten, mhm. in den Läden, meistens machen die Sonntagabend nochmal Pizza, essen alle zusammen, mhm. nach der Arbeit. Und da essen alle immer
die Romana. Romana. Und zwar ist das mit auch weiß wieder, also ohne Tomatensauce. Mm. Wir haben auch viele mit Tomatensauce, aber ich mag diese speziellen gerne und ich will, dass du die probierst. Okay, was waren das nochmal? Jetzt kommen nämlich also Romana, Gorgonzola, Parmaschinken und Feigenmarmelade. Das ist wild. Boah, das ist so lecker. Das müssen wir aber ganz schnell beigehen hier jetzt. Aber das machen wir. Ja. Vier okay, Läden habt ihr jetzt bald. Drei Romana habt ihr jetzt und der vierte öffnet bald, ne? Der vierte öffnet bald. Und alles deine Läden, ne? Ja, also wir machen das zusammen. Ich mache hier und in Winterhude. Mhm. Mein Onkel kümmert sich in der Stadt. Mhm. Aber es gibt vier von Spaccafono. Gibt's drei, bald vier. Bald vier. Ja. Stark, ey. Muy contento, Pepe. Giuseppe hat ja seine Freundin, oder jetzt Ehefrau, die ja auch unsere Pizzabäckerin ist, hat er in Neapel kennengelernt, am Ofen beim Pizzabacken. Ehrlich? In der Pizzeria. Krass. Dann sind die, also ist er nach Deutschland gekommen, jetzt vor 3 Jahren, und sie ist 4 Wochen später hergekommen und seitdem sind die bei uns. Ehrlich? Ja. Boah, krass. Und verheiratet inzwischen. Pepe ist ein Macher. Wenn du das jemals über die Übersetzung hörst, Pepe, in diesem Moment, irgendwann wirst du dieses Video sehen und ich gebe dir jetzt einen Tipp, fordere mehr Geld. Die brauchen dich, Bruder. Fordere so viel Geld und sag, ich bin weg, wenn ihr nicht noch mehr Geld gibt. Übersetzt einmal. Dice un giorno vedrai questo video e poi lo capisci e ti dice chiedi più soldi perché sei così bravo. Muy mehr Geld. Muy, muy, muy. Cash, cash. Kannst du auch noch mal fragen, ob wir vielleicht einen Job brauchen in Zukunft woanders? Nein. Ich hab's so vergeben. Nein. Ja? Nein. Wer das macht, dann ist Streit. Dann ist Feierabend. Streit mit mir. Für 10.000 im Monat ist er dann zu haben, Leute. Frei ausgeschrieben jetzt. Nein, 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 nein. Niemals. Ihr könnt euch auch jetzt in diesem Video bewerben, Leute. Es wird demnächst wieder ein Format geben. Ein Video kommt schon. 1.000 Euro, wenn uns die bessere Pizza zeigt, mit 2 Kandidaten. Wo ihr 1.000 Euro gewinnen könnt, wenn ihr mir die beste Pizza in eurer Stadt zeigt, gegen einen Kontrahenten. Und da könnt ihr euch jetzt bewerben, in der Videobeschreibung. Und da wird es demnächst einen zweiten Teil geben. Ja. So viel Zeit. Bewerbt euch in den Kommentaren mit eurer Stadt. Und ja, mit eurer Stadt in den Kann Kommentaren. Kann ich mitmachen? Du kannst vielleicht mitmachen, ja? Ich hab auch was in anderen Städten. Dann tritt jemand gegen dich an. Wo willst du? Also ich würde, wenn du mal woanders hingehst, in Stuttgart, bleibt das beste Pizza. Und dann wärst du dabei? Ja, würde ich mitkommen. Also bewerbt euch überall in Deutschland, aber wenn ihr in Stuttgart bewerbt, tretet ihr gegen Nina an. Ihr tretet gegen Nina an, sie zeigt euch eine Pizza. Ich komme mit. Okay, stark, ey. Stark, ihr tretet gegen Nina an. Ich mach 1,5 gegen Nina. Ich erhöhe auf 1,5 gegen Nina. Ich vertraue auf dich. Aber wenn ihr verkackt, kriegt ihr dafür gar nichts. Ja, ja, so machen wir das. Du wirst der nächste Bernd Zehner. 1.500 Euro, wenn Nina Was besiegt. Ist denn das Spiel nochmal? Wer mich besiegt, ja, der beste Pizza? Ja, man muss eine bessere Pizza zeigen als deine. Sonst, wenn sie es schaffen, kriegen sie 1.000. In Hamburg oder egal wo? Erstmal Stuttgart. Du wolltest ja Stuttgart. Nein, Stuttgart ist genauso heftig wie wir, ich bin ehrlich. Ja? Wenn wir dahin gehen, bei den anderen okay. weiß ich nicht. Ja, dann werden wir vielleicht das nehmen. Oh, schwer. Okay. Oh. Jetzt werde ich einmal, kannst du Seppe nochmal drauf drücken, dann mache ich hier mein Mikro hier an. Wir wollen das. Oh, jetzt habt ihr es richtig gehört, Leute. Oh, Pepe. Und das ist die schöne Marmelade. Du brauchst nicht, ich bin's ja. Normalerweise würden die eine Handschuhe anziehen, aber für mich muss Natürlich. Er jetzt nicht. Ich schneide das auch nur für dich, ne? Ja, also, sonst macht sie das geil. Also, ich mach jetzt nur für VIP-Gäste. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Okay. So, okay, dann werde ich hier mich nochmal vergnügen. Viel Spaß. Danke, Nina, danke, danke. Hier die Marmelade noch, Leute. Seht ihr, das ist die Feigenmarmelade. Das wird matchen, das sage ich euch jetzt schon. Der hängt runter, dann passiert das hier. Das hätte es gleich so machen sollen und zusammengeklappt. So sieht das dann aus und das kommt rein in meinen Mund. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Ganz viel Rüstung, ganz feine Rüstung. Dann ganz stark die Marmelade. Sehr süß, sehr intensiv, sehr präsent. Dann ganze lange Zeit viel Käse im Mund. Aber geil bei der Pizza, auch noch anders als am Anfang, weil viele Faktoren sich einmischen und nicht nur dieser Käse ist. Dann kommt der Schinken, langsam geschmeidig, nicht intensiv. Geschmeidiger, milder Schinken.
Basilikum, Schinken, Background, Fruchtigkeit. Basilikum vermischt sich mit allem. Kommt so eine krasse, fruchtige Note durch diese Feige, die du aber nicht mehr an der Front wahrnimmst, sondern ja einfach den Geschmack pusht und so eine unbekannte Fruchtigkeit mit reinbringt. Weltkombi. Feierabend. Ich denke mal, es ist alles gesagt. Sonst melde ich mich gleich zurück. Aber wir sehen uns bei der Bewertung jetzt. Also bevor die Bewertung jetzt mit Nina kommt, kündige ich schon mal an, ich bin sehr uneins im Nachhinein gewesen. Deshalb, es kann sein, dass die Bewertung vielleicht doch leicht abgeändert wird im Video. Einfach weil ich mir im Nachhinein manchmal muss das sagen. Wisst ihr? Und jetzt seht ihr die Bewertung mit Nina. Ich habe erstmal Nina gebeten um ihr Handy, weil ich auf mein Ranking gucken muss. Wir müssen jetzt ein Video von mir angucken. Da gucken wir nach dem Ranking. Und Grüße gehen raus an Dodo. Ihr wart zusammen auf dem Internat. Ja, also er hat da gewohnt und ich war auf dem Internat. War damals ein Frauenheld? Nee. Nein? Nicht so wie jetzt, glaube ich. Nee, er war noch nicht so muskulös, ne? Noch nicht, nein. Weil der hat alles, was eine Frau braucht, der Dodo. Ja? Ja, ja. Gucken wir jetzt hier mal rein, Nina. Oh, da habe ich sogar da Michele. Poor Dings. Das wollte ich auch immer mal probieren in Berlin, dieses Butterfell-Männer. Ja, das ist sehr, die ist sehr bekannt, die Pizza. So, also von mir das Feedback kriegst du denn jetzt direkt, Nina? Jetzt sofort? Jetzt sofort. Also für mich jetzt rückwirkend, es gibt zwei wirklich komplett Schwergewichte ohne Kompromisse. Das ist Spezia Grande, das seid ihr in Hamburg. Es gibt immer noch sehr geile andere Pizzen, aber ihr seid für mich komplett vorne. Erstmal zu deinen Pizzen, Nina. Kurz gesagt, ich denke, ich habe alles gesagt, aber gerade die Spezialpizzen sind nicht von dieser Welt. Auch die normalen nicht von dieser Welt. Teig, einzigartig in Deutschland. Die einzelnen, ja, diese Kombis, die ihr habt, die haben mich einfach komplett geholt. Einziger Kritikpunkt, den ich genannt habe, der aber nicht bei allen Pizzen zum Vorschein getreten ist, ist der Käse. Der Käse, da habe ich bei den besten Pizzabäckern des Landes und der Welt andere Fiordelatte-Sorten gehabt, die etwas, ich sag mal, mehr Eigengeschmack hatten. Okay. Ein bisschen milchiger. Da hätte ich jetzt, wenn, aber es ist eure Pizza, sie ist perfekt, ich hätte nochmal da ein bisschen gedribbelt bei der Käsesorte, aber bei zwei Pizzen hast du das nicht gemerkt. Das waren nämlich die mit den Kartoffeln und die allerletzte. Da hat der Käsegeschmack nicht reingekickt. Und da würde ich sagen, oh Nina, du machst mich fertig. Ich bewerte jetzt die zwei besten, ne? Ich bewerte die zwei besten. Oh nee, ich muss alle durchbewerten. Ich bewerte alle durch. Scheiße, Nina. Kriegt jetzt eine raus dann? Nee, ich werde das Ranking wenn dann verlängern. Okay. Ich werde das Ranking verlängern. Mhm. Also Pizza 1 wäre für mich 8,7 Punkte. 8,7 wäre Margarita. Die Margarita. Ja. Nummer 2 war die mit der scharfen Salami und gelben Tomaten. Genau. Das wäre für mich eine 8,8. Bei beiden habe ich noch so diesen Käse, hätte ich zu bemängeln. Bei den letzten beiden nicht. Und da kommt es jetzt, Leute. Mhm. Also ich hätte tatsächlich wahrscheinlich für die beiden Pizzen eine 9,2 gegeben. Für mich die beste Pizza in Hamburg. Was den Peak angeht, zum Beispiel bei Spezia Grano, habe ich ja auch eine Spezialpizza zur 1 gewählt. Habe ich damals gesagt, die beste Pizza in Hamburg. Okay. Da hätte ich hier gesagt, ist das nochmal einen obendrauf. Ganz leicht, weil die Kreationen noch wilder waren, irgendwie noch, oh, noch mehr on point. Aber ja, ich muss noch gucken, wo ich es denn insgesamt oben einordne. Also ich würde nochmal zwischen den besten beiden Pizzen in Hamburg einen direkten Vergleich machen. Nina wäre bereit, gucken wir mal, was der Martin sagt. Und dann machen wir dann direkt das Aneinanderrennen. Ich fragte nochmal das Spezia Grano, ob die das machen. Frag Daniel, der Pizzabäcker, ist der Beste. Okay. Ich frag den mal. Ich kenn ihn. Geil. Mhm. Ja, das werden wir fragen. Aber ganz stark, Nina. Ganz stark. Schön. Ja. Bist du zufrieden? Ja, ich... Ist gut, oder? Sehr gut. Ist gut? Ja. Ich muss auch sagen, das letzte Video, also im Gallo, ja, sind so viele nette Leute gekommen. Ich hätte das nie gedacht, ja, weil manchmal sind die Leute ja auch gemein in den Kommentaren, ja, weißt du? Aber ich habe alles gelesen, alle waren so nett und ich habe so viele nette Leute kennengelernt bei uns im Laden, die auch gesagt haben, die sind extra gekommen aus Bielefeld, aus Dortmund, aus... Überall, geil, ja. Selbst aus Dortmund? Ja. Das macht mich stolz, Leute. Danke an diese geile Community. Ja. Vielen, vielen Dank, ihr seid die Heftigsten. Und ja, die Mission soll niemals enden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Kuss geht raus. Und ja, wir haben alles gesagt, ne? Wir müssen noch einen Laden testen von mir. Noch einen Laden? Ja. Schreibt es rein, wenn ihr sehen wollt. Wir denken uns noch was aus. Bis dann.